Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es auf diesem Kanal mal einen Adventskalender. Das Video richtet sich natürlich an alle, die noch Adventskalender suchen, gerne verschenken möchten und wissen wollen, was in diesem Adventskalender hier drin ist. Ich habe nämlich mal was gemacht. Ich habe den hier gekauft. Das ist nicht der Adventskalender von diesem Jahr, sondern der ist aus dem letzten Jahr. Und zwar ist der von Schleich und der war im Angebot. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal antizyklisch quasi kaufen? Warum muss man immer den neuesten Kalender haben, wenn man doch auch einen kaufen kann, der, ich glaube, was hat der gekostet? 13,99 oder so? Der war wirklich günstig im Angebot. Ich habe den gekauft. Lasst mich nachdenken bei Spielemax. Ich sag's ganz eindeutig, keine Werbung, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe selber dafür Geld ausgegeben, um einfach mal reinzugucken, was in dem Adventskalender drin ist. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die gerne auch Schleich mögen, weil die Figuren sehr schön sind und normalerweise sind die Figuren eigentlich ziemlich teuer. Und ich fand jetzt für 14 Euro ist das eigentlich ein guter Adventskalender. Gerade wo ich jetzt auch gesehen habe, was normalerweise die anderen Adventskalender in der aktuellen Zeit kosten. Die sind ja teilweise so teuer geworden. Die kosten ja irgendwie 35 Euro oder so. Also 30, 35 Euro schon. Ist jetzt keine Seltenheit. Deswegen sparen wir doch mal Geld. Versuchen einfach mal einen etwas älteren Adventskalender. Ihr könnt gerne auch nochmal sagen, was ihr sonst nochmal so sehen wollt. Ich hatte nämlich zum Beispiel den Ayuma Playmobil Adventskalender auch noch im Auge, weil ich selber Ayuma irgendwie so schön finde. Das ist ja so ein Zwischending zwischen Fantasy und tja, Abenteuer und Fee und keine Ahnung. Irgendwie so ein ganz cooler Mix, der mich selber auch mal interessieren würde. Ja, etwas ungewohnt, oder? Auf diesem Kanal einfach mal das jetzt hier zu machen. Aber ich möchte nochmal betonen, das hier ist eine Review, eine Information für einen Adventskalender, den man sich vielleicht kaufen möchte oder vielleicht auch nicht verschenken möchte und die ich jetzt einfach kritisch begutachten kann, weil ich eben nicht dafür bezahlt werde. Was soll ich noch sagen dazu? So, los geht's. Das sollte man nicht machen. Ich schalte mal runter und wir gucken uns mal den schönen Adventskalender hier an aus der Nähe. Schade auch, dass hier eigentlich normalerweise immer kein Jahr draufsteht. Sieht man das nicht irgendwo vielleicht? Man kann es natürlich nur erkennen an der Nummer hier. Daran könnte man vielleicht sehen, aus welchem Jahr der kommt, weil höhere Nummer heißt natürlich immer neuere Adventskalender. Ach so, sehen wir hier. Nein, das will ich ja gar nicht sehen. Hier sieht man ja schon, was drin ist. Oh, aber das ist cool. Das hier kann man ausschneiden. Das ist so ein, ja, verschneiter Weihnachtsbaum. Den kann man wahrscheinlich dazu kleben. Oh, das ist natürlich wieder fies. Hier sind ja wieder andere Sachen, die man auch noch dazu kaufen kann. Oh mein Gott, ist das cool. Das ist einfach so ein Baumhaus mit einer fetten Rutsche. Ey, das hätte ich mir immer gewünscht. Ich habe so Rutschen immer geliebt. Ich liebe auch eigentlich immer noch Rutschen, aber man rutscht hier leider nicht mehr als Erwachsener. Ist das ätzend. Kann man nur noch so im Wasserpark oder so. Da darf man noch rutschen. Ach so, hier habe ich ja noch gesehen. Es ist für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet. Man darf es natürlich in jedem Alter haben, ne? Für die ganzen Sammler unter euch, sage ich es auch nochmal. Oder für die Leute, die sich einfach gerne nochmal entspannen wollen, beim Adventskalender angucken, die Bock haben langsam schon wieder auf Weihnachts- oder Adventszeit. Ja, ich hole den hier mal raus, weil erst jetzt sieht man natürlich, was im Adventskalender so los ist. Oh, hier ist schon wieder was eingedrückt. Das ist immer sehr ungünstig. Ich hoffe ja immer, dass hier nichts verrutscht. Der ist auch wirklich relativ dick, ne? Wahrscheinlich haben wir hier so ein paar Sachen drin, die so ein bisschen breiter sind, dass der deswegen so dick sein muss. Aber er ist sehr leicht. Ich glaube, wir haben nicht sonderlich große Figuren. Ah, es gibt auch aktuell, wenn ich jetzt gerade mal wieder drüber nachdenke, bei Edeka diese Schleichaktion. Die arbeiten ja wohl irgendwie immer mal miteinander zusammen. Hatte ich auch tatsächlich gesehen und habe gedacht so, soll ich mir die mal mitnehmen? Aber da das jetzt ja gerade so mit meinem Kanal ein bisschen so hin und her geht, ich weiß nicht genau, wie viel Spielzeug ich hier zeigen kann. Ich will nicht, dass das hier generell ein Spielzeugkanal wird, aber ich würde halt schon gerne auch mal Sachen zeigen, die mich selber interessieren, die ich mir selber kaufe. Also warum soll ich die dann hier nicht zeigen dürfen? Es ist ja schließlich keine Werbung. Ich muss das jetzt wahrscheinlich 10.000 Mal aber wieder betonen, damit YouTube, falls sie mal reingucken, das auch sehen, dass das hier keine Werbung ist. Ich mache schon mal währenddessen gerade hier die 1 auf. Oh, da ist schon das erste Tierchen, glaube ich. Oh mein Gott. Wir haben direkt einen Hund. Ist das süß. Wer weiß bitte, was das für eine Hunderasse ist. Ich kannte mich ja eigentlich mal ganz gut aus. Da war ich allerdings noch jünger und da hatte ich so ein fettes Hundebuch. Da konnte ich wirklich jede Hunderasse zuordnen. Warum steht denn das nicht hier irgendwo bei? Oh, verdammt, irgendjemand von euch weiß das sicherlich, was das für eine Hunderasse ist. Sieht fast sogar ein bisschen aus wie der Hund, den wir mal hatten. Wir hatten nämlich einen Lhasa Apso. Der war allerdings nicht braun, sondern der war schwarz. Schwarz mit weiß. Für einen Shih Tzu ist die Nase, glaube ich, zu lang. Ein Lhasa Apso könnte sogar fast hinkommen, weil der hat auch so kurze Beinchen und so ein richtig schön langes Fell. Na, aber es ist nicht so, dass sieht mehr so voll Pulli-mäßig aus. Ich habe letztens so einen süßen Hund gesehen. Der sah wirklich aus, als hätte er so einen Wollpulli an. Und der hat sich auch so angefühlt. Das war so ein, keine Ahnung, wie die Rasse hieß leider. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne 1. Ich finde ja immer, die 1 ist wichtig, weil bei der 1 hast du schon mal so den ersten Eindruck. Ich vermute leider auch, dass alles, was man jetzt hier drauf sieht, ich
gehe mal hier so ein bisschen langsam entlang, dass das wahrscheinlich auch im Adventskalender drin sein wird. Das finde ich tatsächlich nicht so gut, weil man einfach schon jeden Tag das sieht, was da drin ist. Also da ist man ja quasi gar nicht mehr so richtig überrascht. Ich fände es cooler, wenn das irgendwie so ein Hintergrund wäre, auf dem man dann was aufbauen kann oder auf dem man quasi spielen könnte. Ich mache jetzt einfach mal den hier auf, weil wir werden wahrscheinlich auch so ein Erwachsenen... Ach, das ist ja sogar der... Oha, krass. Ja, das ist halt genau das hier, ne? Was da drin ist. War das auch hier? Nee, Moment, kurz gucken. Nee, hier ist so eine Kuh. Ah, und ich habe noch was anderes von Schleich gekauft. Das würde ich euch auch gerne zeigen, aber nicht in diesem Video. Das mache ich dann in einem extra Video. Das fand ich als Kind damals immer so cool. Da kann man so Tiere, da hat man einen Vorderteil zum Beispiel vom Schwein und einen Hinterteil von der Kuh. Und die kann man dann so zusammenstecken. Ich weiß gerade nicht genau, wie die hießen. Ich habe sie allerdings, da hinten habe ich sie liegen. Die würde ich euch auch sehr gerne nochmal zeigen. Da habe ich mir extra ein paar mehr gekauft, weil man weiß halt nicht genau, was man kriegt. Das ist wieder so ein überraschungsmäßiges Dingsbums. Ich habe halt so viele bestellt, wie es gab. Ich hoffe, dass die mir da ordentlich was reingelegt haben, was halt auch gut miteinander sich zusammenstecken lässt. Hoffen wir es mal. Werden wir dann erleben, wenn ich es öffne. Wer ist das denn? Muss man den kennen? Nee, oder? Das ist einfach nur... Ist das ein Junge? Ja, das wird, denke ich mal, ein Junge sein. Ist übrigens der Farmworld-Kalender, habe ich gar nicht gesagt. Es gibt ja so viele verschiedene. Ich fände die ja eigentlich alle ganz cool. Ich hätte auch gerne mal diesen Dinosaurier-Kalender, aber den hat Ben halt schon geöffnet. Oder Wildlife, finde ich auch so schön. Aber der hier war halt eben gerade im Angebot. Deswegen dachte ich so, ah, Farmworld ist eigentlich auch cool. Den kann man einmal hier biegen, ne? Dann kann er sich so hinsetzen oder kann sich halt so runterbeugen und die Arme sind halt auch biegsam. Kann man den Kopf vielleicht drehen? Oh, fast den Kopf gebrochen. Kann man wohl nicht. ja, naja. Jedenfalls so sieht auf jeden Fall der Junge aus. Warum haben wir nicht auch noch ein Mädchen? Ich befürchte tatsächlich, wir haben nur einen einzigen Menschen dabei zu den ganzen Tieren. Naja, und halt eben auch noch ein paar Utensilien. Wir werden mal gucken, ob sich das lohnt. Was kostet denn normalerweise so eine einzelne Figur hier von Schleich? Das sind bestimmt auch schon Minimum Euro, oder? 1,50 oder so? So eine Figur hier, was kostet die normalerweise? Ich habe leider viel zu wenig Ahnung von Schleich. Ich habe Schleich viel zu selten geöffnet. Nur einmal beim Adventskalender und einmal bei dieser einen Edeka-Aktion. Das ist eins meiner, ich glaube, mit aufwendigsten und besten Videos gewesen auf dem anderen Kanal. Da habe ich so viele Infos rausgesucht zu den Tieren. Hä? Was ist das denn? Einfach ein Stück Stoff? Ah ja. Wahrscheinlich ist das eine Hundedecke. Wobei, ich finde es ganz cool, weil es sich irgendwie ganz nett anfühlt. Und es ist einfach nur so ein Hundeplatz. Passt denn der Hund hier auch drauf? Ja, der würde hier auch raufpassen. So. Okay. Also so ein Hundedeckchen. Naja, gut. ist halt ein Türchen, ne? Und man kann halt direkt dann auch mit dem Hund spielen da. Weil der ist ja schon da. Der Mensch ist schon da. Und dann haben wir da noch eine kleine Hundedecke dazu. Mal sehen, ob das sowieso irgendwie generell zusammenhängt oder ob das... Ah, hier, da, genau. Oder ob das halt alles so ein bisschen random ist, dass das nicht so wirklich alles zusammenpasst. Das weiß ich ja noch nicht. Boah, das ist aber tief. Tief und klein. Ah, ein Näpfchen. Näpfchen. Ein Hundenapf. Kann man natürlich auch theoretisch Wasser reintun. Ne? Passt das hier dazu? Ja, würde passen. Farblich gesehen passt das natürlich auch hier zu der Unterlage. Würde ich allerdings nicht draufstellen, weil da wird mal gerne was verschüttet. Wie auch bei mir eben gerade auf dem Tisch. Ben kam, hat mit mir geredet und sagte, hui, und dann flog mein Wasserglas über den halben Tisch. Ja, der ist jetzt auch wieder sauber. Sehen wir es mal positiv, ne? Ich habe es gelernt, bei dem ganzen Mist, der hier immer passiert, die Dinge positiv zu sehen. Muss man auch, weil sonst dreht man, glaube ich, durch. Türchen Nummer 5. Kommt jetzt auch die Katze? Nee, das war's anderes. Irgendwas klitzekleines wieder. Ach, wie süß. Ach, das ist aber niedlich. So ein kleines Vögelchen. Ist das ein Huhn oder nicht? Sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall aus wie ein kleines Küken. Oh, das ist aber ein dickes Küken. So maßstabgetreu, glaube ich, ist das nicht wirklich, oder? Entweder ist der Hund sehr klein oder das Küken ist sehr groß oder es ist einfach ein gelber Vogel, der kein Küken mehr ist. Das glaube ich allerdings nicht. Aber so, ach mein Gott. Ich habe ja damals als Kind immer so viele Tiere gesammelt. Ich habe so unglaublich viele Gummitiere und auch so Plastiktiere. Ich habe die sogar alle noch, wenn ich bloß wüsste, wo. Irgendwo im Keller verschanzt. Wenn ich die mal finde, müsste ich euch die eigentlich mal zeigen. Ich habe die so geliebt. Ich habe diese kleinen Tiere so geliebt. Ich habe die auch immer auf dem Flohmarkt gekauft. Ist das eigentlich heutzutage immer noch so? Gibt es solche Sachen auf dem Flohmarkt? Oder sammelt man überhaupt solche Tiere noch? Oder hat man halt eher jetzt so Schleich, dass man so richtig Marken hat? Weil damals gab es halt nichts mit Marken. Sondern man hat halt einfach so eine ganze Packung gehabt, so Fett und dann so ganz viele Tiere drin. Gibt es, glaube ich, auch immer noch. Aber ich weiß halt nicht genau, ob man da irgendwie heutzutage noch so mitspielt oder ob das halt alles so dieses Markenzeug ist. Ich mache währenddessen schon mal die wichtige 6 auf. Nikolaus. Ja, Nikolaus ist wichtig. Bitte gib mir was Schönes. Nicht irgendwie ein Zaunteil oder so. Irgendwas. Oh, da ist was. Da ist was mit Füßen. Füße sind immer schon mal gut. Oh, das ist was Tolles. Oh, die ist ja mal cool. Das ist eine Katze. Okay, hallo, Maßstab. Maßstab schlecht. Die passen doch nicht zusammen. Das finde ich jetzt aber ein bisschen blöd. Da könnte man auch noch mehr darauf achten, dass man, wenn man so einen Adventskalender hat mit unterschiedlichen Tieren, dass die Tiere vom Maßstab her zusammenpassen. Weil das finde ich jetzt nicht so gelungen. Dann würde ich tatsächlich nämlich nicht unbedingt hier so mit den ganzen Sachen aus dem Adventskalender, doch, natürlich würde ich das schon machen, auch als Kind, dass man mit den Sachen zusammen spielt. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz was. Findet ihr das realistisch? Nein. Nicht wirklich, oder? Warte, ich zeige euch noch was. Findet ihr das realistisch?
Das ist doch viel auffälliger, oder? Also meine Katze, die geht mir bis zur Hüfte, beziehungsweise die Ohren gehen mir bis zum Brustkorb. Ein Löwe. Falsch gekauft. Doch keine Katze gewesen. Nichts gegen die Katze. Ich finde die wunderschön. Wirklich. Ich finde die wirklich wunderschön. Die sieht super, super cool aus. Ich mag die. Es sieht auch, das Fell ist sehr schön bemalt. Das gefällt mir auch sehr gut. Es wird ja wohl viel handbemalt, was ich in meinem anderen Video erfahren habe, was ihr mir da einmal drunter geschrieben hattet. Als man damals noch schreiben konnte, habt ihr mich da noch informieren können. Nur leider im Gesamtbild finde ich das schwierig. Da würde das schon fast noch eher passen. Wobei auch nicht so wirklich, ne? Das Küken ist auch einfach mega groß. Normalerweise ist ein Küken ja nur so eine Handvoll. Klar, das ist natürlich ein bisschen zu klein, wenn man jetzt sagt, man hat hier so eine Handvoll. Also hier, das wäre nur so ein Mini-Küken. Das wäre dann schon ein bisschen sehr schlecht, weil das wird dann sofort verloren gehen. Aber ich glaube, auch dadurch, dass Schleich halt so realistische Tiere macht, ist es halt noch auffälliger. Wenn das wirklich so mehr fantasiemäßig ist, so wie, ich sag jetzt mal, bei einer LOL-Puppe oder so, wenn da dann noch ein Tier bei ist. Oder bei einer Barbie, wenn da so ein klitzekleiner Hund mit bei ist. Das ist alles nicht so realitätsnah, wie wenn man sich das hier anguckt, wie das halt auch gefärbt ist. Das sieht halt alles so wirklich aus, also wirklich toll aus und wirklich echt aus. Und dann hat man halt so die verschiedenen Maßstäbe, die nicht zusammenpassen. Naja, hier kommt irgendwas Kleines. Ach so, das ist nur ein Hundeknochen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so mega, aber solche Sachen müssen natürlich auch mal wieder zwischendurch mit dabei sein als Füllmaterial, weil man kann natürlich nicht in jede... Oh, ich brauche eine Schere. Man kann natürlich nicht in jedes Türchen sowas ganz Teures reintun, weil ich denke mal, die Katze ist wahrscheinlich schon teurer. Katze, Hund würde ich vielleicht sagen, ist wahrscheinlich sogar gleichwertig, obwohl es gleich groß ist. Obwohl es nicht gleich groß ist. Kann man das da reintun? Ja, der Hund würde das eh nicht aus dem Napf essen. Der würde das sowieso auf seiner Decke essen. Ich lege das mal auf die Decke. So. Man muss das ja immer mit berechnen, dass die natürlich auch noch irgendwie einen Gewinn machen wollen an dem Adventskalender. Und deswegen sind da natürlich auch immer Sachen dabei, die halt eben nicht so ganz so toll sind. Oder halt einfach sowas von klein wie das jetzt hier zum Beispiel. Das sind so Sachen, da könnte man als Kind wahrscheinlich eher so sagen, oh wow, ich habe einen Haufen Äpfel bekommen. Den kann ich mir aus Fimo auch selber basteln oder aus Knete. Ja, eigentlich, man will ja sowieso immer nur die Figuren haben. Also so bin ich auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle Kinder so sind, wie ich es bin. Aber ich war halt immer so, Hauptsache ist eine Figur drin und alles andere ist dann so, oder halt vielleicht noch was zum Anziehen. Das war auch ganz cool. Aber ich bin ja sogar extra wegen den Figuren, habe ich ja meine Eltern immer zu so einem extra Restaurant geschleift im Urlaub. Nur damit ich die Figur kriege, die es beim Kindermenü gibt. Oh, war ja. Ich will gar nicht wissen, wie es den Eltern immer bei McDonald's geht. Wenn da irgendein Happy Meal im Angebot ist, bin ich ja sogar als Erwachsene immer noch hingefahren zu McDonald's. Wenn ich gesehen habe, dass es irgendwelche coolen Sachen im Happy Meal gibt. Asche über mein Haupt. Ich habe die Dinger auch gesammelt. Und jetzt haben die ja auch eine Schleichkooperation. Immer mal wieder, ne? McDonald's und Schleich, die arbeiten ja auch mal wieder zusammen mit den ganzen Figuren. Und das funktioniert halt, ne? Es funktioniert tatsächlich. Leute, ist das jetzt hier... Was ist denn das? Ist das jetzt hier ein Puma oder was? Das ist doch eine Katze oder bin ich jetzt dumm? Oder ist das eine Katze? Ich meine, das ist auch eine Katze. Aber das passt natürlich von der Größe her viel besser zusammen. Das ist realistischer. Ist nur die Frage, was ist denn mit dem anderen Ding da? Ist das ein Fabelwesen? Oder, naja... Ich meine, ich freue mich darüber, weil diese größere Katze ist natürlich auch... Naja, ist die cooler? Doch, also ich als Erwachsener finde sie cooler. Wobei ich mich auch erinnere, dass ich als Kind auch so diese ganz kleinen Tiere richtig toll fand. Da war es mir eigentlich egal, ob etwas groß oder klein ist. Wenn ich es toll fand, fand ich es einfach toll. Sieht aus wie eine Kuhkatze, die hat so Kuhflecken. Und sie hat so einen ganz netten, intensiven Blick zur Seite. Die guckt so, ich war's nicht, ich hab das nicht getan. Aber süß ist sie. Schön, dass wir schon wieder eine Figur hatten. Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich schon relativ begeistert, weil wir haben 4 Figuren, auch wenn sie nicht alle groß waren. Und ein Mensch. Ein Mensch ist natürlich auch eine Figur. Aber das finde ich jetzt hier bei 9 Türchen gar nicht so schlecht. Jetzt Türchen Nummer 10, habe ich mir schon gedacht, wird wahrscheinlich keine Figur sein. Weil man muss ja immer ein bisschen durchmixen. Jetzt haben wir hier wieder so einen ganz spannenden Salatkopf, den man unbedingt braucht. Wir haben ja aktuell noch nicht wirklich etwas, was auch diesen Salatkopf essen würde. Wobei, ich meine, wenn unser Hund gerade sehr hungrig ist, würde der vielleicht auch Salat essen. Mein Hund hat ja gerne alles Mögliche gegessen. Erbsen, Karotten. Erbsen, die war totaler Erbsenliebhaber. Wobei Salat nicht. Vielleicht kriegen wir noch ein Kaninchen. Ich habe jetzt nicht so genau extra drauf geguckt. Auf die Vorderseite. Ich versuche dann immer so ein bisschen wegzugucken, weil ich ja nicht wissen will, was drin ist. Ich will mich ja immer wenigstens noch so ein bisschen überraschen lassen. Oh nein, jetzt war das so groß und dann dachte ich, da ist so ein cooles Tier. Und jetzt ist da nur so ein Bottich. Oh no. Naja, gut. Was macht man mit dem Bottich? Da kann man vielleicht den Hund drin baden. Die Katze würde ich da nicht unbedingt reinstecken, weil die wird das wahrscheinlich nicht mögen. Oder was kann man da sonst noch machen? Man könnte vielleicht irgendwas zum Füttern reintun, wie sowas hier, aber
das so gedacht ist, ich weiß ja nicht. Ich gucke später mal, ob das da irgendwas abgebildet ist. Wir kommen hier unten zur 12. 12 ist ja Halbzeit. Halbzeit bis Weihnachten. Das ist immer schon, da hat man schon ordentlich was aufgemacht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder nichts mega Tolles. Es ist ein Eimer. Oh nein. Also jetzt im nächsten muss auf jeden Fall wieder was drin sein, weil das ist ein bisschen sehr viel langweiliges Zeug gerade gewesen. Der Eimer hat noch nicht mal... Wo ist denn... Hä? Der Eimer hat keinen Henkel? Ist das richtig? Warum hat der Eimer bitte keinen Henkel? Ich habe hier gerade mal reingeguckt. Das ist wirklich kein Henkel. Ah, das ist mal wieder typisch, ne? Sowas passiert immer mir. Jetzt habe ich einen Eimer und noch nicht mal einen Henkel. Und dieser Eimer sollte eigentlich einen Henkel haben. Der ist nämlich hier. Und da ist sonst nichts drin. Ach, das ist doch wieder blöd. Mann, das ärgert mich ja wieder jetzt, ne? Ständig habe ich sowas, dass mir irgendwas fehlt. Ah, wenn er in der 13 drin gewesen wäre, hätte ich das ja noch verstehen können, weil in der 13 ist ja immer, passiert immer Unglück bei mir. Ach, es ist ärgerlich. Vielleicht finde ich das ja später noch. Vielleicht ist es irgendwo runtergefallen oder so. Nee, leider nicht. Komm, jetzt muss er was Schönes sein, weil 13, jetzt haben wir so lange keine Figur gehabt. Da ist irgendwas, da ist was Schönes, es ist was Großes, es ist was mit Beinen und es kommt nicht raus, weil die Beine sich verhaken. Oh, ach wie süß, ein Lämpchen. Ah, ach, das ist schön. Ach, das ist richtig süß. So ein kleines, nee, warte mal, ist das überhaupt ein Lämpchen? Ist eher eine Ziege, ne? Sowas mag ich natürlich. Aber das ist wieder vom Realismus her. Passt das? Die Katze brauche ich gar nicht daneben stellen, weil das passt auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist auch einfach nur so die Katze so ein Ausreißer. Die 13 hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also die 13 war schön. Hab ja schon gedacht, da kommt wieder irgendwas Blödes, aber nein. Au, oh, das ist cool. Ihr seht es noch nicht. Es ist gelb und es passt zu einem Tier. Wir könnten alles Mögliche da reintun. Entweder, ich glaube fast, das gehört ihr, oder? Von der Größe her würde ich sagen, passt ihr das. Theoretisch könnte der sich aber auch reinlegen, aber der hat ja schon seine Hundedecke, deswegen wohl eher nicht. Ich glaube nicht, dass das da drin schläft. Das ist wohl auch eher nicht so passend. Und für die Kleine ist das zu klein. Vielleicht ist das ja auch eine Babykatze von der Großen. Und dann hat sie hier ihren Wurf drin gekriegt und das ist ihre Wurfbox. Haben wir auch gehabt. Wobei meine Wurfbox war ja geschlossen. Die war nicht so offen. Ist besser. Also doch eher keine Wurfbox. Ich suche hier gerade schon mal die 15. Die ist hier unten. Tja, wahrscheinlich kein Tier. Was könnte man denn noch sonst als Zusatz haben? Oh, was Kleines. Was ist das denn wohl? Doch, es ist doch ein Tier. Oh, ein Meerschweinchen. Wir haben ein Schweini. Oh. Ja, okay, diese ganz kleinen finde ich auch niedlich. Upsi, Schweini ist weggelaufen. Um Gottes Willen hat das große Augen. Das guckt richtig erschrocken. Ein Schweini mit einem Bart. So sieht's aus wie so ein alter Herr. Herr Meerschwein. Boah, das hat sogar ganz rosa... Warte, seht ihr so? Der Hintergrund ist immer so scharf. Es hat sogar ganz rosane Füßchen. Das ist ja süß. Und auch seine Schnauze. Sind die Ohren auch noch angemalt? Ich glaube nicht. Das ist mal wieder so groß wie ein Küken. Ja, heft. Naja. Wobei, was ich noch besser finde, es ist so groß wie die kleine Katze. Du auch hier? So ungefähr guckt die gerade. Aber ansonsten ist es süß. Hier haben wir die 16 auf der linken Seite unter der Katze. Ah, das ist wieder irgendwas anderes. Irgendwas. Kann man das ausklappen vielleicht? Soll ich denn das rauskriegen, bitte? Ach, eine Kiste. Ah ja, okay. Das ist witzig, weil das finde ich schön. Ich finde, das sieht gut aus. Und ich finde, da kann man auch schön was reintun. Ich Schlaumeier, dafür ist es ja auch gedacht. Vielleicht tun wir hier das Gemüse rein. Einmal so die Äpfel. Und auf der anderen Seite vielleicht auch noch den Salat. Dann haben wir hier nämlich so eine Gemüsekiste. Hat der gerade irgendwie geerntet oder so. Ich habe auch gerade wieder aktuell Salat auf meinem Balkon. Der hat sich selbst ausgesät und der wächst wie Unkraut. Voll cool. Bin ganz begeistert. Ich hatte das mal auf Insta hochgeladen, wie das aussieht, wenn ein Salatkopf blüht. Müsst ihr mal testen, wenn ihr selber einen Balkon habt. Wenn man nämlich nicht weiß, wie man den Salat vermehrt, einfach mal Salatsamen kaufen, den einpflanzen und den Salat nicht komplett aufessen, sondern den einfach wachsen lassen. Dann wächst der so hoch, so, und dann kriegt der Blüten, fängt er richtig cool an zu blühen und dann irgendwann werden die Blüten, sehen dann aus wie so Pusteblumen. Und wenn der Wind kommt, dann verwehen die sich halt und dann sieht der sich halt überall aus. Tja, dementsprechend habe ich jetzt überall Salat, weil das jetzt trotzdem nochmal nachgewachsen ist, obwohl es ja eigentlich jetzt schon Richtung November geht, aber mein Salat wächst wie Unkraut. Richtig genial. Man hat also theoretisch jeden Tag Unkraut zum Essen. Nicht Unkraut, ich töle. So, 17 ist hier drin und das sieht aus wie ein Hocker. Nein, es ist kein Hocker. Es ist es. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe ein Ding. Ach so, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich mache mal weiter auf, weil das... Sowas hasse ich ja. Ich muss es leider sagen. Ich hasse das, wenn man auf zwei Türchen verteilt etwas hat, was eigentlich zusammengehört. Das ist dann wirklich nur noch so übers Knie gebrochen, dass man sagt, ich habe jetzt nicht genug für ein Türchen. Wir teilen das Teil hier auf und im nächsten Türchen kriegst du dann das hier. Merkt ihr selber, oder? Das kann man hier reinmachen und dann hat man nämlich eine Wippe. Aber diese Wippe ist auf zwei Tage verteilt. Finde ich blöd. Ich darf es ja sagen, ich werde nicht bezahlt dafür. Ich lasse mich auch nicht mehr bezahlen dafür. Das ist mir alles viel zu doof. Ich kaufe mir die Sachen lieber selber und ich sage sowieso, was ich will. Also im Endeffekt ist es sowieso keine Werbung. Also, was ich aber sehr cool finde, wir haben eine Wippe. Weil alles, was sich so bewegt, habe ich immer total geliebt. Alles, was so Autos mit Türen, die man auf und zu machen kann, fand ich toll. Wippe finde ich toll. Ich finde es total blöd, dass es auf zwei Tage verteilt ist. Aber okay. So ist es nun mal. Nummer 19 sieht auch wieder sehr groß aus.
Upsi, da habe ich ein bisschen kraftvoll reingeschlagen. Ist das wieder ein Tier vielleicht? Ich sehe es nicht. Ihr seht es von mir. Oh mein Gott, ist das cool. Es ist ein Tier. Es ist eine kleine Kuh. Haben wir eigentlich auch erwachsene Tiere oder haben wir nur Kinder? Tierkinder. Die hat wieder hier so ihre Schutzpappe zwischen den Beinen. Die kommt weg. Und dann gucken wir uns mal dieses kleine Kühlchen an. Oh, es ist sogar um die Augen herum ein bisschen heller eingefärbt, damit es realistischer aussieht. Oder auch hier am Mäulchen. Das sieht wirklich schön aus. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie Haut. Ja, ach, die sind schon schön gemacht, ne? Man muss das schon sagen. Ich finde die Schleichtiere wirklich sehr schön. Aber warum hat das hier nicht so ein kleines Schildchen? Normalerweise steht hier doch immer Schleich dran. Ist das gar nicht für ein Schleich? Die Schweine haben hier einfach kein Schleich reingemacht. Doch, ist Schleich, steht da drauf. Aber das Fähnchen ist leider nicht mehr dran. Oh, stimmt, war bei den anderen auch gar nicht, ne? Was ist denn das für ein Unterschied? Warum hat man hier zum Beispiel was dran und bei dem nicht? Es gibt welche, die haben was und es gibt welche, die haben nichts. Das ist ja seltsam. Aber sehr süß, die Kuh. Wow, wir sind schon bei der 19. Mann, ich gucke dann irgendwann immer gar nicht mehr auf die Zahlen. Dann bin ich so überrascht, dass wir schon fast am Ende sind. 20 ist auch schon wieder so weit, fast an Weihnachten dran. Hier haben wir, oh, das finde ich aber gut. Das ist zwar so ein kleines Accessoire. Allerdings ist das ein schönes Accessoire, weil damit kann man gut spielen, finde ich. Und wir haben ja gerade auch das Kälbchen bekommen. Das heißt, mit dem Kälbchen funktioniert das natürlich gut, weil das sind ja diejenigen, die meistens dann auch nochmal gefüttert werden. Hier. Och Mann, schade. Warum kann man den Mund nicht aufmachen? Das wäre doch süß. Oder wenn man hier einfach so ein O quasi drin hätte, so vom Mund, so ein O, dass man hier die Flasche reinstecken kann zum Nuckeln. Das hätte ich auch cool gefunden. Aber es guckt wenigstens so, als ob es hier gerade trinken wollen würde. Kann man noch irgendwas füttern? Vielleicht die hier? Ja, die könnte man eigentlich auch füttern. Man kann auch die Katze füttern, aber das Problem ist, dass die Katze kleiner ist als die Flasche. Und glaub mir, das ist ein Problem. Ich habe ja meine Babys auch zugefüttert, meine Katzenbabys. Und da brauchst du ja so ein Mini-Ding, ne? Das ist so ein klitzekleinen Aufsatz. Und das sieht dann aus wie so ein, ja, wie so eine Mama-Zitze. Und das ist definitiv keine Mama-Zitze. Das ist fast der halbe Kopf hier. Das geht nicht. Wobei, Leute, ganz ehrlich, wer braucht beim Spielen schon Realismus? Ah, das wollte ich nur mal gucken, bevor ich das hier wegtue. Kann ich dem das in die Hand setzen? Vielleicht irgendwie? Geht das? Ah, ja, es geht. Oh mein Gott, ist die Flasche riesig. Sind denn diese Fütterungsflaschen tatsächlich so riesig? Das kann natürlich sein, dass wenn man kleine Kälbchen füttert, dass die größere Flaschen auch tatsächlich bekommen. Das ist möglich. Dann würde die Flasche nämlich eigentlich ja gar nicht passen zu einer Katze. 21 unter unserem kleinen Meerschweinchen. Auf der Wippe haben wir noch ein Tier. Tatsache, wir haben sogar noch ein Tier. Oh, ein süßer Igel. Gibt es vielleicht welche von euch, die auch Igel-Erfahrung haben? Schallo, der hat mir das nämlich mal erzählt. Die haben damals auch so einen Igel gehabt und den haben die dann gefüttert. Ich habe leider gar keine Erfahrung, aber ich glaube, Igel sollen so richtig süß sein, aber die haben auch ganz spitze Zähne. Ich hätte den auch aufgenommen, wenn ich irgendwo mal einen Igel gehabt hätte, aber ich bin ja in der Stadt groß geworden und da trifft man leider nicht überall einfach mal so einen Igel. Da, oh, ist der süß. Oh, der ist voll goldig. Ich finde es auch schön, dass hier oben die Härchen, also die Stacheln, noch so ein bisschen hell eingefärbt sind. Das sieht dann auch noch mal realistischer aus. Aber die Frage ist, sind die Füßchen auch so braun? Ah, die sehen auch süß aus. Guck mal, wie gut man die erkennen kann. Ganz niedlich. Gut, von der Größe her wollen wir mal lieber wieder nicht drüber reden. I don't know. Ich weiß ja nicht, ob das passt. Naja. Oh, wir sind schon bei der 22. Mann, schon fast vorbei wieder. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, auf was für Adventskalender ihr noch Bock hättet. Weil ich würde gerne auch noch andere Adventskalender machen. Auch nicht unbedingt nur Spielzeug, sondern vielleicht auch was von DM oder so. Hättet ihr da Bock drauf? Ich weiß nur, im letzten Jahr war der ja nicht so mega gut geklickt. Den Maybelline Adventskalender oder sowas. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen soll, ob ihr euch überhaupt dafür interessiert. Haben wir jetzt ernsthaft hier Pferdeäpfel oder irgendwelche Kuhtaufen drin? Das ist doch das will ich nicht. Mann. Das sind jetzt Kartoffeln. Es könnten Kartoffeln sein. Okay, ich sage für mich persönlich, es sind Kartoffeln, weil ich möchte hier keinen Kot auspacken und den extra noch irgendwo hinlegen. Ich meine, wenn man jetzt so eine Schaufel oder sowas hätte, dann würde das schon wieder Sinn machen, weil dann kann man wieder ganz gut damit spielen. Aber ich sage jetzt einfach mal, das sind Kartoffeln für unsere Gemüsekiste. Dann kommen die da nach unten. Oh, hoppala. Dann legen wir die Äpfelchen hier so drauf und dann kommt der Salat hier so an die Seite irgendwie. Der verdeckt alles. Naja, so ungefähr. Und jetzt sind wir schon bei der 23. Es ist klein, aber klein heißt nicht unbedingt doof. Klein kann auch ganz cool sein, ganz süß sein. Aber ich glaube, in der 23 wird nicht unbedingt was Gutes sein. Meine Kenntnis von den ganzen vielen Adventskalendern, die ich schon ausgepackt habe. 23 ist meistens nichts Besonderes, weil die 24 natürlich ein Knaller sein muss. Ich hol's raus. Kann ich das schon erfüllen? Nein. Okay, ist ein Karotten. Ich hab's ja gesagt. Die 23 ist nicht toll. Dafür werden wir aber bei der 24 was Schickes drin haben. Keine Ahnung, was das sein wird. Absolut gar keine Ahnung. Was würde denn noch fehlen bei Farm World? Haben wir auch ein Pferd vielleicht? Bestimmt nicht, oder? Aber die sehen gut aus. Das Schöne ist ja auch bei Schleich, dass man die Sachen immer noch für andere Sachen zum Spielen mitverwendet. Kann. Zum Beispiel würde ich die jetzt, dadurch, dass ich halt so ein großer Playmobil-Fan bin, einfach bei Playmobil mit rein tun. Diese ganzen Sachen hier, die sind halt auch cool für Playmobil. Kriege ich das irgendwo noch dazwischen? Naja, jetzt haben wir hier so eine ganze Gemüsetruhe. Wir können natürlich auch einfach hier noch was daneben legen oder vielleicht auch die Kartoffeln daneben legen, weil die dann doch relativ viel Platz wegnehmen. Aber unsere Gemüsekiste, die sieht schon ganz gut aus. Trommelwirbel. Seid ihr bereit? Türchen Nummer 24. Ich möchte natürlich gerne ein Tier am Ende. Bitte, bitte. Ein Tier, nicht irgendwie so ein Weihnachtsbaum oder sowas. Das ist so, zwar schön, aber lieber ein Tier. Ja,
ein Tier. Oh, das ist jetzt aber wirklich ein Lämpchen. Ein Weihnachtslämpchen. Oh, wie süß. Ist das eine gerechtfertigte 24, ist die Frage. Ich finde übrigens, bei Schleich hätte man total schön noch etwas machen können. Nämlich entweder hier irgendwo in die Verpackung rein oder hinten drauf oder so. Nicht nur sowas, dass man da so einen Tannenbaum hat mit ganz viel Schnee, sondern dass man einen Untergrund druckt. Einfach nur sowas wie das hier, so eine leichte Schneelandschaft. Das finde ich persönlich immer toll. Ich glaube, das ist nicht ganz so viel Aufwand, wenn man beispielsweise einfach auch die Rückseite so ausschneiden könnte und das dann zum Spielen benutzen kann. Gibt es ja bei vielen unterschiedlichen Kalendern tatsächlich auch. Ich überlege gerade, wo denn das so cool war. Ich glaube, das war bei Polly Pocket im letzten Jahr. Die hatten so einen tollen Untergrund. Oder auch bei Paw Patrol haben die das gehabt, meine ich. Da konnte man halt richtig toll spielen, weil einfach noch so eine Pappe mit bei war. Und wenn du dann sowas hast, so mit Wegen drauf und so, ich finde, das ist richtig cool. Ich fühle immer noch so ein bisschen wie so ein Kind, ja? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob das alle Kinder so denken, aber ich denke halt so. Deswegen fand ich zum Beispiel auch immer so diese Motivteppiche so toll, weil ich immer auf den Motivteppichen gespielt habe. Ja, doch, so ganz komische Teppiche. Die waren halt einfach nur, ja, Perserteppich und die haben dann irgendwelche Muster gehabt und dann habe ich auf den Mustern halt immer mit meinen Figuren so drauf gespielt, so lalala. Und das waren dann für mich alle Straßen und Brücken und was weiß ich was. Und ich hatte halt einen so einen Autoteppich und da habe ich halt auch mal richtig krass drauf gespielt. Und wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich das ganze Zimmer mit so einem riesen Motivteppich auslegen, wo man halt immer drauf spielen kann. Ja, meine 50 Cent dazu. Gucken wir uns hier nochmal das Lämpchen an. Das habe ich ja noch gar nicht richtig gezeigt. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das ist nämlich relativ dunkel. Meine Kamera gibt das dann hoffentlich auch ganz gut wieder. Die Hufe sind auch noch schwarz lackiert, sage ich jetzt mal. Das sieht ein bisschen aus wie ein Lackschuh. Aber sonst tatsächlich einfach nur braun. Also da ist nicht wirklich großartig noch was eingefärbt. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde von der Figur her, kann ich euch ja mal zeigen, finde ich, die Katze ist am allerschönsten. Auch wenn die jetzt so größentechnisch nicht dazu passt. Aber ich finde, die ist toll gezeichnet. Das ist so ein richtig schönes, laufendes Muster. Was mir unglaublich gut gefällt. Mir gefällt auch ihre Pose sehr gut. Und der Hund ist natürlich auch wunderschön. Also die 1 ist definitiv würdig gewesen, auf jeden Fall. So, das hier ist nochmal der komplette Inhalt. So zusammengefasst, wir müssen mal gucken. Wir haben insgesamt für 14 Euro schon ordentlich was auch an Tieren bekommen, also an Figuren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 Figürchen, größere und kleinere. Und ich finde schon, dass sich das auf jeden Fall für den Preis lohnt. Also wenn man sagt, man möchte so einen schönen Adventskalender günstig schießen, guckt einfach mal, ob ihr einen etwas älteren bekommt. Im Angebot, gerade wenn man frühzeitig guckt, hat man, glaube ich, immer wieder auch eine gute Chance, dass man da nochmal was kriegt. Auch die Playmobil-Adventskalender sind immer wieder günstiger, wenn man sich dann mal einen älteren holt. Man muss nicht immer unbedingt den neuesten haben. Es sei denn, man hat natürlich den alten schon, dann ist es halt doof. Aber wenn man halt auch so variiert, mal zwischen Schleich, Playmobil, LOL, Polly Pocket, halt alles Mögliche, egal was man da sich so holt. Man muss ja nicht immer bei dem gleichen bleiben. Hier gibt es natürlich keine Fanpost, weil ich ja hier in einem etwas anderen Rahmen aufnehme. Ich versuche es hier ein bisschen schlichter zu halten, damit nicht wieder YouTube kommt und sagt, das ist alles für Kinder. Jeder ist hier willkommen, jeder darf natürlich zugucken. Ich werde niemandem verbieten, hier meine Videos zu schauen. Aber ich versuche natürlich ganz neutral einen Adventskalender zu zeigen, zu präsentieren, beziehungsweise vielleicht habe ich ja irgendwann auch nochmal anderes Spielzeug, was ich euch zeigen kann oder irgendwelche anderen Sachen, die mich auch interessieren, wie zum Beispiel wieder irgendwelche Lootboxen oder sowas. Mal gucken, was da kommt, was euch interessiert, was mich interessiert. Ich mache das ja immer sehr abhängig davon auch, wie gut ihr das findet, wie gut das Video geklickt wird und wie die Kommentare darunter sind. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und auch gerne einen Kommentar, was ihr davon haltet. Anregungen, Tipps, welcher Adventskalender gut ist, ob ihr mehr davon sehen wollt, was ihr sehen wollt. Immer gerne in die Kommentare damit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.